Erlaubt mir kurz für Frau Köster ein paar persönliche Fäden an euch zu richten. Für das erste Mal wünsche ich euch alle schön, trauig und besinnlich Christfest zusammen mit eurer Familie und mit denen, die euch nachstehen. Ich selber hatte dieser Tag die Chance, einen ganz tiefgreifenden persönlichen Moment zu erleben. Mein älster Fisas bestürzt ging, übrigens mit einer wunderbaren jungen Frau. Aber bei der Gelegenheit, an einer ergreifenden Hochzeitsmasse an der Michelskirche, habe ich mir so manches durch den Kopf gehen gelassen. Die jungen Leute, die sich in Lotio wollten, an dem mit frischem Elan an Zukunft gucken, was für eine Zukunft erwartet sie. Meine Generation und die von meinen Eltern und Großeltern sind Generationen, die den Abbau nach dem Krieg gelegt haben. Das ist immer bergab gegangen, dass alle Generationen besser gingen, kann er sollte nicht besser tun wie die Eltern, und so hat es doch gemacht gehen. Anelo, ich fürchte, dass die nächste Generation nicht mehr kann am ungebremsten Floribus weitermachen. Dass sie es mir schwer kriegt, für einen hohen Lebensstandard zu halten. Dass sie die erste Nachkriegsgeneration wird sein, die nicht mehr es besser hat wie die Eltern. Los hört ihr euch vielleicht mal, was das dann wie wir an Reding pessimistisch gehen. Nein, liebe Leute, das Analyse ist nicht pessimistisch, mehr realistisch. Die konstante Wurst flugt nicht mehr, es geht zwar nicht den Berg rauf, aber sicherlich auch nicht mehr so wie gewinnt, immer mehr heisch an die Lut. Und dann die Länder an die Kontinente rundherum, die den Exportterrain für uns produziert waren, die wussten auch viel mehr los. Und developieren gleichzeitig Produktionsmöglichkeiten bei sich daheim, wodurch wir selbstverständlich Aufsatzmöglichkeiten verlieren. Und dann schließlich Lützeburg, das es fertig gebracht hat, durch eine geschickte Nischepolitik immer zu den reichsten Ländern an Europa und auf der Welt zu gehören, kriegt nicht mehr geschenkt. Er werde dann in Zukunft viel mehr schwerer kriegen, für eine spezifische und originelle Ökonomie zu entwickeln. Was möchte denn lo? Den Kopf hängen lassen? Nein, das wäre komplett falsch. Wir stehen nicht für eine Katastrophe, sondern für schwierige Entwicklungen. An dem möchte ich nicht mit einer Deprim, sondern mit Energie und offensiver Politik. Heim und an Europa. An dem Sinn hat die Europäische Kommission auch ihr Erbesprogramm 2015 vorgestellt. Ein Programm, das klar und deutlich weist, wo die Schwerpunkte für die nächsten Jahre liegen, am Ankurbeln von den Investitionen, für das die öffentliche Hand zusammen mit privaten Geldern an Infrastrukturen, an die Entwicklung des digitalen europäischen Markt, an eine mehr effiziente Energiepolitik investiert. Die Message ist klar und deutlich, wir dürfen den Kopf nicht an den Sand, Antennen nicht an den Teststürchen. Wir dürfen nicht Mängel bei Trommgeheien lamentieren. Wir müssen uns engagieren, wir müssen urappen, ob sie für Neues, aber nicht auch Risiken holen. Das soll auch ein Engagement von uns allen gehören, für das neue Jahr sein. Wer gewinnen will, darf nicht abgehen. Wir müssen auch konträr mit Energielösungen vorstellen und applizieren. Das sind wir unserer eigenen Zukunft. An der von unseren Kanner Schillig. Ich wünsche Schäfeier dich und einen guten Rutsch.